heute mal ein Video zu einem Motortuning von einem Bosch Performance Line CX Motor aus dem Jahr 2019. Wie ihr seht, das Video fängt an der Stelle von hinten an. Und zwar hat es den Hintergrund, dass ich hier bei diesem Fahrrad, das ist ein Bulls-Fahrrad, ein Ioniq, anfangs totale Probleme hatte, überhaupt herauszufinden, wie man die Motoröffnung hier an der Stelle öffnet. Einige werden eventuell wissen, wovon ich rede, andere nicht. Es gibt hierzu eigentlich überhaupt kein Video oder eine Empfehlung, wie das funktioniert. Ihr seht aber, ich habe es am Ende geschafft, ohne etwas kaputt zu machen. Und was wichtig hierbei ist, ich habe diese Motoröffnung geöffnet, um diesen Tuning-Chip einzubauen, der die Geschwindigkeit nicht mehr limitiert und ich somit auch über 25 km/h Motorunterstützung bekomme. Diesen habe ich schon eingebaut, nur ganz kurz an der Stelle. Wir haben hier vier Stecker. Der rechte Stecker, das ist der Stecker, der quasi mit diesem Chip dazwischen geschaltet wird. Ihr seht hier die Kupplung. Ja. Das ist also der Ursprungsstecker. Der steckte mal hier drin und jetzt ist quasi die Kupplung dazwischen geschaltet. Und ich werde euch auch in der Videobeschreibung verlinken, welcher Chip das ist. Dieser ist sehr preisgünstig, funktioniert aber tadellos. Ich habe den jetzt mittlerweile schon in dem zweiten Rad eingebaut. Gut, das Video hier geht aber hauptsächlich jetzt darum, wie man diese Abdeckung hier öffnet, weil ihr seht es sind jede Menge Schrauben vorhanden und es erschließt sich nicht von außen, wie man diese Motordeckung öffnet. Ich kann schon eins verraten, ihr müsst auch an die Hinterseite, um nämlich diese drei Schrauben hier zu lösen. Und das ist nämlich von hinten gegengekontert. Deswegen schafft man das nicht, diese Öffnung von dieser Seite zu öffnen, sondern man muss erst auf die andere Seite und dort diese Motoren von der anderen Seite her lösen. Anderweitig wird das nicht funktionieren. Ihr habt gesehen, ich habe auch schon angefangen, die Kurbel zu öffnen, weil ich dachte, ich muss das Kurbelgehäuse öffnen, aber das ist nicht der Fall. Hier hat sich Bulls tatsächlich etwas einfallen lassen, um es quasi nicht Werkstätten oder Leuten, die quasi das nicht professionell betreiben, hier als besonders schwer zu machen. Und ich zeige euch dann noch eine weitere knifflige Situation, an der ich lange hängen geblieben bin, aber auch die konnte ich, ohne etwas kaputt zu machen, zu lösen. So, schauen wir uns das von der anderen Seite an. Dann sehen wir, exakt wie auf der anderen Seite, haben wir drei dieser Schrauben, die diesen Deckel von der anderen Seite quasi befestigen. Ja, hier seht ihr die Öffnung für die Schrauben, ja. Ihr müsst euch praktisch vorstellen, ihr könnt nur das Gehäuse von der anderen Seite eröffnen, wenn diese drei Schrauben hier tatsächlich gelöst sind. Anderweitig würde ihr was kaputt machen. Dazu muss leider Gottes diese ganze Verblendung abmontiert werden. Die seht ihr hier, wie das geht und vor allen Dingen, was es mit dieser Schraube hier auf sich hat, werde ich gleich noch erklären. Als allererstes werde ich jetzt diese Abdeckung hier hinten wieder befestigen. Dazu gibt es diese langen Schrauben hier, die tatsächlich das komplette Gehäuse nochmal zusätzlichen Halt geben von der anderen Seite. Jetzt kommen wir zum Zusammenbau der Abdeckung, die quasi notwendig war, abzubauen, damit wir an diese drei Schrauben drankommen können. Das, wenn man es weiß, ist nun relativ einfach. Und wie ich schon bereits erwähnt habe, ein Knackpunkt ist eine Schraube, nämlich genau diese hier unten. So, ihr werdet auch gleich sehen, weshalb. Einschrauben. So, diese Schrauben, diese und diese müssen noch festgemacht werden. Aber der Hersteller hat sich hier was besonders Gutes einfallen lassen und hat nämlich genau diese Schraube unter diesem Deckel versteckt. Und dieser Deckel hier, seht ihr, ist geklebt.
Das heißt also, entweder, weil man nicht weiß, dass diese Schraube drunter ist, reißt man an dieser Abdeckung und reißt hier die Halterung raus, oder man ist so clever und löst diesen Deckel, den kriegt man übrigens von innen rausgedrückt mit etwas Kraft und dann löst sich auch der Kleber. Ja. Und das war auf der Seite das größte Problem, um an diese drei Schrauben ranzukommen. Ja. Also auch hier haben sich wieder was Gutes einfallen lassen, um ja uns Konsumenten davon fernzuhalten, dass wir hier an diesem Motor was machen. Gut, dann schraube ich das jetzt mal zusammen. Zu guter Letzt kommt jetzt noch dieser Deckel hier oben drauf. Den werde ich noch mal ein bisschen säubern und dann aufsetzen. Um den Deckel wieder zu befestigen, seht ihr, ist die Klebeleiste schon jetzt natürlich etwas kaputt gegangen. Deswegen habe ich mich für einen normalen Prittstift entschieden, das wieder hier damit zu fixieren, weil eventuell muss ich ja wieder hier ran an den Motor und was öffnen und ich möchte es natürlich so lassen, dass ich jederzeit daran komme. Und dann die Kette wieder aufhängen. So, und jetzt seht ihr nochmal schön die Problematik. Die Schraube und die Schraube sind gelöst, aber die Abdeckung ist bombenfest. Ja? Und man sieht, dass sie hier eigentlich nur diesen Teil umfasst. Ja? Und man wundert sich, warum man sich hier nichts gelöst bekommen. Und es hängt genau mit diesen drei Schrauben dahinter, die hier jeweils von der anderen Seite verschraubt sind. Und die halten diesen Kunststoffrahmen hier. Und wenn man die von der anderen Seite nicht löst, hat man keine Chance, an die Motorraumabdeckung ranzukommen, beziehungsweise die zu lösen und dann gegebenenfalls zum Beispiel hier einen Tuning-Chip einzubauen. So, und jetzt baue ich das wieder zusammen und dann hat sich das Ganze geklärt. Gut, ich hoffe, ihr macht das von Anfang an direkt besser mit meinen Tipps und wisst nun, das ist ja hier ein Bulls Bike, dass ihr da etwas mehr Arbeit aufwenden müsst, um gegebenenfalls an den Motorraum zu kommen. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr lasst mir ein Abo da oder vielleicht auch ein Like oder beides. Vielen Dank fürs Zuschauen.